Ja, heute begrüße ich Anne Heinze. Herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Klar doch. Hallo Jens, grüß dich. Du bist Autorin, Mentorin und Transformationscoach für außergewöhnliche Menschen. Deine Schwerpunktthemen sind die oh Gott, jetzt habe ich die. Hochsensitivität und Hochsensibilität, genau. Ja, Genau, also die genau. feinfühligen Menschen. Genau, aber auch noch die Hoch- und die Vielbegabung. Und da wäre auch meine erste Frage. Die aktuelle Hirnforschung sagt ja, jedes Kind ist hochbegabt. Und ist damit nicht auch jeder Mensch ein außergewöhnlicher Mensch und ein mit besonderen Gaben? Oder wie würdest du das so differenzieren? Naja, aktuelle Gehirnforschung sagt, das stimmt nicht. Ein Teil der aktuellen Hirnforschung sagt das und zum Teil auch sehr, sagen wir, umstrittene Fachleute. Ich erzähle dir einfach einen Schwank aus meinem Leben. Ich habe das auch nämlich immer gedacht. Ich habe das wirklich gedacht, alle sind gleich begabt und dann werden sie verzogen und sie kriegen ihre Talente aberzogen. Oder kriegen immer eins aufs Dach und dann machen sie sich kleiner. Nee, dann wurde ich Großmutter und ging ziemlich früh schon, also als Kleinkind, als Baby, 3 Monate, 6 Monate, ein Jahr mit meinem Enkel ins Babyschwimmen, ins Kinderturnen, in die Krabbelgruppe. Und habe so andere gleichaltrige Kinder, die noch wirklich, da ist ja noch nicht viel Zeit gewesen, um sie zu verderben, sage ich jetzt mal, oder zu bremsen, ja. Und dann siehst du, es sehr, sehr, sehr große Unterschiede gibt. Im Temperament, in der Schnelligkeit, etwas zu begreifen, zu erfassen. Das gibt es wirklich. Ich meine, ihr habt Kinder, ne? Du weißt, es gibt große Unterschiede. Ja. Und zwar auch, sogar wenn du wirklich achtsam und bewusstsam umgehst und nicht mit irgendwie Erziehungsmethoden, so eine kleine Seele drangsalierst und kleiner machst, sondern wenn du wirklich ganz versuchst, sehr, sehr achtsam zu sein. Und ich habe jetzt 5 Kinder großgezogen und war Stiefmutter von 7 Kindern. Die sind so unterschiedlich. Die sind so unterschiedlich. Ja. Da kannst du nicht sagen, die sind alle gleich. Ehrlich nicht. Nee. Ja, klar, da gibt es natürlich schon immer Unterschiede in den Ausprägungen. Ja, okay. Generell sagt man zwar, irgendwo steckt in jedem wirklich ein großes Potenzial und wenn man da wirklich fördert und dort schaut. Klar, auf jeden Fall ist jeder Mensch was Besonderes. Das auf jeden Das Fall. kann Ja, man. aber du hattest ja nach Begabung gefragt, ne? Hochbegabung. Ja, und Ja. hochbegabt ist ja wirklich eine, guck mal, wir haben so eine große Kurve, ne? Die Gaußsche Normalverteilung nennt sich das. Und hier sind die Minderbegabten, also die wirklich unterdurchschnittlich oder wo dann auch, ja, also sehr wenig, ne? Das kannst du ja nachweisen. Dann gibt es eine große Menge von 64% ungefähr, die zwischen 85 und 115 IQ liegen bei den normalen Begabungstests. Und hier unten ist die kleine Kurve der Hochbegabten von 115, 120, 130. Man siehst du schon, da gibt es ein großes Spektrum, ja. Und jeder, so, du, ich habe eine Nichte, die hat ein Down-Syndrom, ja. Die ist wirklich in dem untersten Bereich. Aber wir wissen ganz genau, dass sie auch ganz wunderbare Menschen sind, ja. Liebenswert, lustig, fröhlich. Die hat einen Job in einem Kindergarten und hilft immer, die Spülmaschine ausräumen und Kinder an- und ausziehen, wenn sie in den Garten gehen. Das funktioniert super, ja. Wirklich jeder hat Talente, aber bei diesen ganz speziellen Begabungsformen, das ist nochmal eine andere Nummer. Ah ja, genau, so ist es auf jeden Fall nachvollziehbar, genau. Ja, ansonsten Menschen, die spüren, dass sie anders sind, versuchen sich ja meist anzupassen, um von ihrem Umfeld nicht ausgegrenzt oder gar verstoßen zu werden. Damit verbunden ist ja auch eine starke Urangst, allein nicht überleben zu können. Wie gehe ich denn als besonderer Mensch damit um, immer mit dieser Angst, dort wirklich ausgegrenzt und verstoßen zu werden? Naja, das Wichtigste ist zuallererst zu erkennen, wo kommt die her. Das heißt, du musst dich selbst reflektieren. Irgendwann dann kommst du auf die Unterschiede. Ich bin ja auch nicht von alleine drauf gekommen, ne? Irgendwann gab es 2 Anlässe, wie ich auf das Thema Hochbegabung und Hochsensibilität gestoßen bin. Das eine war, ich habe mir mal angeschaut, mit welchen Menschen ich am liebsten arbeite, meinen eigenen Klienten. Ich arbeite ja schon seit 32 Jahren mit Menschen. Und dann habe ich festgestellt, dass die, mit denen ich mich besonders gut verstehe, mit denen ich
große Freude habe, die aber auch herausfordernd sind, die anstrengender sind, die kritischer sind, die schwieriger sind, dass das diese Menschen sind. Und habe dann festgestellt, oh, da gibt es noch nicht sehr viele Beratungsangebote, vor 15 Jahren war das ungefähr, da gab es 3 in Deutschland und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich jetzt die brauchen Beratung. Und das war auch tatsächlich so. Parallel dazu ist aber eins meiner Kinder depressiv geworden. Ging in eine psychosomatische Klinik. Ich habe diese Therapie begleitet. Ich habe gesagt, ich muss da außen vor bleiben. Ich, Mama, kann da nichts machen. Ich begleite das, aber ansonsten, so, tolle Therapeuten gehabt und irgendwann fragt einer der Therapeuten, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus bei euch in der Familie mit der Hochbegabung? Dann fiel mir ein, dass ich mit 5 Jahren getestet worden bin, ob ich früher eingeschult werden sollte. Meine Kinder, eine Psychologin und meine Eltern haben damals einen IQ-Wert gekriegt, aber das war, wir reden von 1965, das war so wie wenn sie eine Schuhnummer, Schuhgröße als Zahl bekommen hätten. Und ich dachte, naja, die ist halt ein bisschen cleverer und ist ein Wirbelwind und guck mal, dass die immer genügend Hirnfutter hatten. Das war's. Mehr haben meine Eltern nicht gemacht. Die haben mir seitdem einen Ausweis von der Stadtbibliothek in die Hand gedrückt und haben gesagt, jetzt such dir mal dein Futter. Das habe ich dann gemacht, ja. So. Und diese parallele Entwicklung einmal in der Familie, dann habe ich mich natürlich intensiv damit beschäftigt. Das führt dazu, dass dieses sich falsch fühlen, sich immer klein machen, wenig Anerkennung bekommen, wenig Freude oder Freude auch verloren zu haben. Ich musste mich damit beschäftigen. Ich habe es ja in meiner Familie gehabt und ich wollte unbedingt, dass meine Kinder dieses Trauma loswerden. Und die mit den Klienten und Patienten war es genau das Gleiche. Wichtig ist also erstmal die Selbstreflexion und jetzt komme ich mit einem großen Kreis auf deine Frage zurück. Zu wissen, ey, pass mal auf, da gibt es was anders ist als bei den allermeisten Menschen. Und das heißt nicht, ich habe ein Defizit. Das heißt nicht, ich bin verkehrt. Auch die anderen sind überhaupt nicht verkehrt. Es gibt nur gewisse Inkompatibilitäten und dann müssen wir einfach schauen, wie wir unser Leben danach einrichten. Und wenn erstmal dieses Defizitdenken wegfällt, also nicht mehr zu denken, ich bin wirklich asozial oder nicht kompatibel, so, ja, dann ist schon mal ein riesiger, riesiger Schritt gemacht. Und das ist riesig. Das ist wie, ja, du kannst deine Biografie neu schreiben. Kannst du es nachvollziehen, wenn du auf einmal merkst, nicht bei mir ist was zu wenig, sondern zu viel. Also mehr als bei den meisten und nicht viel zu wenig. Du alle Ereignisse in deinem Leben, Begegnungen, Situationen, Menschen, du schreibst das alles unter einem neuen Licht, wenn du über bestimmte Dinge nachdenkst. Genau, das ist ja ein riesen Erkenntnisprozess an der Stelle. Ja. Oh, aber im Vorfeld, wenn man noch in dieser Stress- und Angstfalle drinsteckt, ist es ja wahrscheinlich so, dass dieser Stress und diese Angst alles blockiert, auch das Potenzial, was in mir steckt, die Hochbegabung. Dann kommt es ja praktisch zu diesem Effekt, dass ich selber denke, ich bin klein und wertlos, weil die anderen erzählen mir das. Es wird gar nicht erkannt, weder von außen, dass da wirklich eine Hochbegabung dahinter ist, noch erkenne ich es selber. Das heißt, da sind ja Menschen in Unternehmen oder im Umfeld drin, die da keine Ahnung davon haben, was da für ein Potenzial schlummert. Mhm. Wie kommt man denn da raus überhaupt aus diesem Dilemma, wenn das von außen auch immer so bestätigt wird? Naja, das Außen ist erstmal, das ist noch nicht mal so wichtig. Das Schlimmste ist die Verurteilung, die wir uns selbst gegenüber schenken. Ja, das ist viel schlimmer, viel schlimmer. Weißt du, da kann doch einer kommen und sagen, du bist aber, was weiß ich, eine alte, schlampige, grauhaarige, alte Frau. Soll ich nun? Das ist sein Problem, ja. Es ist nichts dran. So. Ich bin nicht schlampig, ich bin nicht alt, grauhaarig, okay, wenn du mit Problemen hast, ich werde sie trotzdem nicht färben, so ist das, ja. Wenn aber ein Mensch etwas in mir triggert, was ich selber von mir glaube, oh, ich bin ja so alt und schlampig, oh Mensch, wenn ich mich hier umgucke, könnt ihr mal aufräumen, ja. Dann hat der ins Schwarze getroffen und mich verletzt. Aber nur, wenn ich das selbst von mir denke. Sonst nicht. Mhm. Also das Wichtigste ist wirklich, was glauben wir von uns selbst. Das ist der Schlüssel für alles. Das ist wirklich der Schlüssel, der öffnet riesige Tore. Du bist, was du von dir denkst.
Nun kommt es natürlich, und dann hast du natürlich recht mit deiner Annahme, wir kriegen endlos oft etwas gesagt, zum Beispiel, du bist aber schlampig. Und zwar ein ordentliches Kind glaubt dann, es ist schlampig. Weil es tut, gibt ja sein Bestes und macht Ordnung, und kriegt aber immer noch gesagt, schlampig. Was macht denn dieses Kind? Das geht ins Hamsterrad und versucht noch immer ordentlicher zu werden. Wird unter Umständen pingelig, kriegt irgendwelche Zwangsneurosen. Ja? Alles gibt ja hochspannende Entstehungsgeschichten und Prozesse, die dann dahin führen, dass wirklich ein Leid entsteht. Es geht immer wieder darum, das Bewusstsein zu wecken. Und das ist ja das, nun, du hast mich gefragt, was können wir denn da machen? Ich mache seit Jahren endlos viel Aufklärungsarbeit. Ich schreibe Bücher darüber. Ich bilde Coaches aus, damit die Menschen erreichen können, die sich unter diesen Hoch-X-Menschen befinden, damit viel mehr Ansprechpartner wirklich da sind. Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien haben wir schon gehabt. Also Aufklärungsarbeit, ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, wenn heute einer anfängt zu googeln, kommt er sehr schnell darauf, er muss nur seine Selbstzweifel zum Beispiel, Perfektionismus, Burnout, na, da gibt es ja eine ganze Menge Reizüberflutung, ne? Gibt es ja eine ganze Menge Codeworte. Und dann kommen die sehr schnell drauf, dass das unter Umständen ein Aspekt ihrer Persönlichkeit sein könnte. Ja, was ist denn eigentlich mit unseren Kindern? Das aktuelle Schulsystem mit Methoden aus dem letzten Jahrhundert ist ja für hochbegabte oder sensible Kinder äußerst ungeeignet, wie ich meine. Es fördert die Angst, Fehler zu machen und negativ bewertet zu werden. Welche Möglichkeiten haben denn da Eltern, ihr Kind in diesem Umfeld zu unterstützen? Ein Kind kommt mit 6 in die Schule. Und wenn es dann Probleme hat, dann deswegen, weil vorher das Kind in den Brunnen gefallen ist. Die Lehrer dürfen keine Ersatzeltern werden. Ein Schulsystem darf nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass ein Kind nicht so funktioniert, wie es soll. Wenn ich mein Kind ermutigt habe, selbst zu denken, wenn ich mein Kind dazu ermuntert habe und ihm die Erlaubnis gegeben hat, kein Ja-Sager zu sein, wenn ich ihm ganz klar gesagt habe, du bist richtig, so wie du bist, ich liebe dich, so wie du bist nicht verkehrt. Also dieses, das, was das Bindungsverhalten ausmacht in den ersten 3 Jahren, Urvertrauen schenken, ja, immer wieder. Da können die Eltern und da können die Lehrer und die Schulsysteme machen, was sie wollen. Die machen das Kind nicht kaputt. Das Kind langweilt sich in der Schule, so wie ich, ja, geht mal hin zu den Klassenarbeiten, später dann im Gymnasium, ne? Zwischendrin halt nicht, habe ich mir selbst Entschuldigungen geschrieben. Du kriegst die Kurve immer irgendwie. Ja? Lehrer und Schulsysteme dafür verantwortlich zu machen, nee, viel zu kurz gegriffen. Das passiert vorher, ob ein Kind ein schwaches Selbstvertrauen, ein schwaches Selbstwertgefühl, eine schwache Selbstliebe hat. Das ist viel, viel früher verursacht. Das stimmt. Also jemand, der wirklich stark schon ist, auch in jungen Jahren, der kann auch auf jeden Fall auch lernen, dann damit umzugehen. Also ja, klar. Ja. Da kannst du sagen, du hast dich heute gelangweilt in der Schule. Ja, pass mal auf, wir machen heute Nachmittag was Spannendes. Ja? Oder du kannst sagen, oh, das findest du jetzt doof. Komm, du kannst auch die Klassen überspringen, du kannst auch Schulen wechseln, du kannst auch extra Tutorials machen, Sommerschools. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Klar, man muss sich um solche Kinder anders kümmern, ja. Die sind nicht so einfache Mitläufer vielleicht wie ein Normalbegabtes, aber wir wissen alle, nur wenn ich wieder auf dieses Bild hier zurückkomme mit der gaußschen Normalverteilung der Intelligenz, das gilt übrigens analog auch für die Hochsensibilität oder für die Sensibilität, gibt es die unsensiblen Menschen, die normalsensiblen Menschen und die hochsensiblen Menschen. Und dann gibt es die Gefühllosen, die Menschen, die Alexithymie haben. Die fühlen nichts, ihre eigenen Gefühle auch nicht und nicht die von anderen. Das sind also wirklich, da stehen Welten gegenüber. Ja. Wenn ich aber, das weiß jeder, ne, davon ausgehe, dass minder begabte Menschen, die brauchen eine besondere Förderung. Das ist jedem total einleuchtend. Ja. Da gibt es dann auch Förderschulen und spezielle Programme. Das Gleiche gilt für die Hoch-X-Menschen auch. Genau das Gleiche. Und genauso wie wir mit einem, zum Beispiel mit meiner Nichte, mit dem Down-Syndrom anders umgehe, tue ich das auch mit einem Kind, was ein IQ von über 130 hat oder besonders sensibel ist, sehr feinfühlig, sehr empathisch, spürt auch, wie es anderen geht
oder immer versucht, Rücksicht zu nehmen, sich selbst zurückzunehmen, harmoniebedürftig ist, Rückzugsmöglichkeiten braucht, Stille braucht. Ja, und wenn ich mit meinem Kind diese Möglichkeit gehe, sage ich, du, die 6 Stunden hältst du durch, ne? Aber heute Nachmittag. Ne? Du hast es schon erwähnt, Urvertrauen ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Dazu erscheint ja auch jetzt Anfang Mai am 6.5. dein neuestes Buch mit dem Titel, ja, mit dem passenden Titel Urvertrauen, wie du Heimat findest in dir selbst. Genau. Mit einem grundlegenden Urvertrauen in sich selbst, in das Leben an sich, verschwinden ja auch viele Ängste. Mhm. Doch wie kommen wir da hin? Kannst du uns da schon etwas verraten? Ja, danke für das Stichwort. Es ist so einfach. Es ist wirklich einfach. Und ich meine, ich möchte es nicht verniedlichen, wenn einer wirklich unter Ängsten leidet oder sehr stressbelastet ist. Aber es ist so in dem Sinne total einfach, weil wir das selbst in die Hand nehmen können. Wir brauchen keinen Coach, wir brauchen keinen Therapeuten, wir müssen nicht in eine Klinik gehen, wir müssen nur eins lernen. In aller Ruhe und Stück für Stück Erfahrungsvertrauen aufzubauen. Urvertrauen kann verletzt sein durch traumatische Ereignisse, angefangen von geburtlichen Traumata bis die frühkindlichen Bindungstraumata in den ersten 3 Jahren, aber auch noch später. Ne? Also dann gibt es die lang anhaltenden, kontinuierlichen Traumata und so, habe ich ellenlang drüber geschrieben. Das ist eine Sache. Aber was ist, wenn das, ich glaube, es gibt keine nicht traumatisierten Menschen. Echt nicht. Da haben wir doch alle irgendwo richtig fette Sachen. Ich bin missbraucht worden von meinem Reitlehrer 2 Jahre lang. Mein Vater hatte mich als kleines Kind, so glaubte ich, verlassen. Der war bloß weggezogen wegen einem neuen Job und wir sind ein halbes Jahr später hingezogen. Geglaubt habe ich aber, er ist weg. Ja? Also Geschichten. Es gibt keine nicht traumatisierten Menschen. Nur der eine hat Resilienz- und Coping-Strategien, so heißt das im Fachjargon, entwickelt, damit gut umzugehen und der andere noch nicht. Und das noch nicht ist Erfahrungsvertrauen. Wenn ich also immer wieder Situationen suche, wo ich Selbstbestätigung bekomme, wo ich ermutigt werde, wo ich eine Fehlertoleranz, weil du hast das eben im Zusammenhang mit dem Schulsystem entwickelt, ja, wo du nie eins aufs Dach kriegst, wenn du mal was verkehrt gemacht hast. Aha, so funktioniert es nicht, nehmen wir einen zweiten Weg. Ja. Wenn du das entwickelst, dann habe ich einige sehr, sehr wirksame Strategien aufgezählt in dem neuen Buch, dann ist es nicht mehr so schlimm, dass du kein Urvertrauen hast oder ein verletztes Urvertrauen, weil das wird überschrieben durch immer wieder neue Erfahrungen und initiiert ein neues Vertrauen. Und so findest du die Heimat in dir selbst. Ah, ja? Genau, das ist halt wirklich wichtig, halt diese schlimmen Erfahrungen, halt, die man einmal gemacht hat, dass die halt nicht stehen bleiben, sondern dass die wirklich die überschreibbar sind. Ja, das ist wirklich wie eine Computerfestplatte. Ne? Das ist geschehen, Feierabend. Das sind die Daten, die da drauf sind. Ne? Ist im Gehirn, in meinen Erfahrungsmustern gespeichert. Aber du weißt auch, in der Festplatte von einem Computer kannst du nicht einfach hingehen, auf Delete drücken oder irgendwas im Papierkorb schieben. Jeder, der halbwegs clever ist, kann alle Dateien innerhalb kürzester Zeit wieder reaktivieren und sichtbar machen. Die einzige Variante, wie du eine Festplatte wirklich neutral und frisch kriegst, ist, sie neu zu formatieren. Und das funktioniert mit Überschreiben von Nonsensdateien. Wirklich physisch beim Computer ist das so, du überschreibst es mit 10100011000, 356 Mal. Alles, was dann da vorher war, ist nicht mehr lesbar, gibt es nicht mehr. Das heißt, das Überschreiben mit sinnhaften, nicht wie beim Computer, mit sinnlosen Daten, führt dazu, dass das alte Muster immer weniger wirksam ist. Das verliert seine Macht. Und es entsteht eine neue Macht und das ist Selbstermächtigung. Ich kann das selber tun. Ich kann selber Situationen schaffen, die mir gut tun und ich kann selber lernen, dass ich konsequent Situationen meide, die mir schaden. Wo mein Selbstvertrauen eins aufs Dach kriegt, wo ich mich ungeliebt fühle, wo ich verkehrt bin. Hallo, da gehe ich doch nicht mehr hin. Ja? Solche Menschen dürfen keinen Platz haben im Leben von feinfühligen, begabten Menschen, die immer Bedenkenträger sind, Jammerer sind, die sagen, ach Gott, was machst du denn da schon wieder? Anstatt zu sagen, wow, was machst du schon wieder da? Ja, großer Unterschied. Ja,
Nur was ist denn, wenn ich so ein Umfeld habe mit sehr negativen Menschen? Wie sollen außergewöhnliche Menschen mit vorwiegend solchen negativen Menschen oder auch mit diesen Informationen aus den Medien umgehen? Soll man das einfach vermeiden, dort eine Vermeidungsstrategie entwickeln? Oder was würdest du da meinen? Also, das ist ziemlich einfach, lieber Jens. Pass mal auf, wenn du weißt, dass ein Pilz giftig ist, ist es sehr recht sinnvoll, sogar den Pilz komplett zu meiden, anstatt dich versuchen, an kleine Dosen zu gewöhnen und zu sagen, Betty hat nur ein bisschen vergiftet. Natürlich ist das sinnvoll. Hallo? Klar. Ne? Warum soll ich lernen, mit ein bisschen Gift umzugehen, wenn ich giftlos leben kann? Wir sind nicht mehr in einer Welt, wo wir komplett datenfrei und internetfrei und informationsfrei leben können und auch nicht sollten. Aber wir haben es doch in der Hand, wie viel. Und vor allen Dingen haben wir in der Hand, was wir gucken. Ich gucke mir doch nichts an, freiwillig, wo Mord und Totschlag stattfindet, Blut, Gewalt, Hass, Mobbing. Na, als diese, bin ich blöd? Das mache ich nicht. Ja? Es gibt so viele schöne Sachen, die nährend sind, die meine Seele zum Blühen bringen, die mich nähren, mir Kraft schenken, auch im Internet. Ja? Ich kann Good News oder positive Nachrichten lesen als Hauptnachrichtenquelle. Selektiv lese ich Google News und gucke dann immer, Überschrift reicht. So, ne? Oder ziehe ich mir Nachrichtensendungen ein, wo ich nicht mal weiß, mit welchen brutalen Bildern ich konfrontiert werde. Regelmäßiges Datenfasten halte ich für total wichtig. Fastenzeit haben wir jetzt. Ja? Das heißt nicht, ich muss mal Fleisch weglassen. Das Fleisch ist auch kacke. Ja? Aber ich meine, noch viel wichtiger ist dieses andere Zeug, was uns vergiftet. Permanent per E-Mail erreichbar sein. Permanent WhatsApp, Nachrichten, Messengers und all sowas. Und wir sind doch früher auch nicht 5-mal am Tag an den Briefkasten gegangen, haben aufgemacht, haben Post rausgeholt, haben die geöffnet, haben sie gelesen, haben sie beantwortet, sind wieder zum Briefkasten gegangen, den gelben, haben ihn reingeschmissen, haben gedacht, ach, das war aber jetzt gut. Warum soll das heute so sein? So, ja, also das hat sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Ja, aber jetzt in meinem persönlichen Umfeld, bei Freunden und Bekannten, die halt auch gerne vielleicht Energiesorgen oder negative Botschaften teilen, das ist natürlich schwierig, sich da so abzugrenzen und zu sagen, nein, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. Das führt ja dann wieder zu weiteren Konflikten, auch radikal aufräumen. Klar. Also ich erzähle dir ein paar Szenarien. Also ich selbst hatte mal eine Freundin, irgendwann habe ich gemerkt, die rief immer an und ich schwöre tatsächlich, es ist genauso gewesen. Ich hätte jetzt den Telefonhörer in die Hand nehmen können, hinlegen, sagen so, ich gehe mal aufs Klo oder hol mir was zu trinken und so. Und sie redete und redete, hat überhaupt nicht mitgekriegt. Nach einer Stunde sagt sie, es war so schön mit dir zu reden, ich rufe dich mal wieder an. Die hat aber nicht gefragt, ey, was gibt es Neues bei dir im Leben und so weiter. Ja. So, und dann, wenn die auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, habe ich gesagt, okay, musst du ja nicht zurückrufen. Dann fragt sie mich, warum rufst du nicht zurück? Sag ich, du weißt was, du erzählst mir immer das Gleiche. Du weißt schon, ne? Wie das mit deinem Liebsten hier war, mit deinem Liebsten da war und es läuft alles nicht. Das ist nicht so prickelnd, dazu zu hören. Kannst du das verstehen? Ja, man kann das doch sagen. Oder, nehmen wir mal eins meiner Kinder. Ich kann meinen Kindern nicht sagen, ich lasse mich von dir scheiden. Ich trenne mich von dir, das geht natürlich nicht. Ne? Also eins meiner Kinder ruft an und jammert. Heult, nörgelt, ist motzig. Einmal, zweimal, immer mit dem gleichen Thema. Ne? Das kennen wir ja. Entweder regt uns was auf der Arbeit auf oder es regt uns was am Partner auf oder es regt uns was an uns selber auf. Ja, immer das gleiche Thema. Das ist ja bei den meisten Menschen so. Dann höre ich mir das ein paar Mal an und dann sage ich du beim nächsten Anruf, sag mal, können wir heute ein Thema ausklammern, bitte? Welches? Ja, das XY-Thema. Warum? Naja, du hast mir jetzt die ganze Zeit, ach Mama, aber wenn ich mit dir, wo soll ich denn sonst? Sag ich, okay, leg los. Ja? Oder, dann weißt du, dann habe ich hier da Durchzug. Da rein, da raus. Ich lasse mich nicht davon so vereinnahmen, weil ich ja weiß, es geht nicht darum, dass ich was Kluges dazu sage, sondern es geht darum, dass ich eine Klagemauer bin und sie einfach nur reden wollen.
und jemanden brauchen, der wirklich nickt ab und zu mal sagt, ja, nicht gut, ne? Ist echt nicht gut. Aber und dann auch lösungsorientiert, ne? Wie willst du das ändern? Oder du, das hast mir schon 5-mal erzählt und ihr hattet schon 5-mal das Gespräch in der Firma. Was ist da möglich an Änderungen? Also das können wir steuern und wir können uns tatsächlich von Menschen trennen. Trennen, absolut trennen. Und sogar von Familienmitgliedern. Es gibt bei mir in der Familie auch Mitglieder, mit denen ich 0,00 Kontakt habe. Und das geht. Geht wunderbar. Auch seit 20 Jahren schon. Meine Eltern haben das schon so eingerichtet, die wussten immer, wenn ich komme, nehmen wir an, Heiligabend, dann war die andere Partei, sag ich mal, am ersten Feiertag da. Ostern, Weihnachten, immer das Gleiche. Getrennt. Wunderbar, passt doch. Mhm. Es ist kein Mensch, wirklich kein Mensch gezwungen, sich mit destruktiven Menschen, die einen runterziehen, die Energie rauben, die so, kennst du vielleicht, so Energieräuber, ja. Also Vampire. Du hast eine Stunde Gespräch oder 2, 3 ein Treffen und fühlst dich hinterher ausgelaugt. Das, oh, furchtbar, ja. Das muss sich doch keiner wirklich gefallen lassen. Wirklich nicht. Wir denken immer, wir müssen. Na, warum denn? Gar nicht müssen wir. Na, ich liebe Menschen, mit denen ich zusammensitze und nach 2, 3 Stunden sage, boah, das war jetzt aber spannend. Das war aber schön. Oh, das war so herzerwärmend, seeleberührend. Oder ich habe was gelernt, so, ja. Wo ich dann denke, oh, tolle Zeit, ne? Und nicht die, wo du sagst, oh, schon wieder ein Abend oder ein Tag oder ihr wisst ja, ne? Wo du denkst, was ein Glück, dass er rum ist. Dafür ist mir mein Leben zu schade. Ich weiß, das habe ich mit 40 so nicht gesagt. Jetzt werde ich aber 60 in dem Jahr. Ich muss meine Lebenszeit aufteilen. Und dann mache ich das so, dass ich das aufteile mit liebevollen Sachen, mit schönen Sachen, mit, ja, wo meine Seele aufblühen kann. Ja, genau, das ist sehr schön, genau. Aber im Job habe ich noch eine Frage. Da stehen wir ja unter einem besonderen Zwang und Druck in der Regel. Da ist ja auch verbunden eine ganz starke Existenzangst, wieder auch die Angst, allein nicht überleben zu können oder was kommt da danach, was kann ich denn sonst machen? Das heißt, da hängen schon viele Leute in dieser Jobfalle fest und denken, ich muss das doch machen, weil ich brauche doch auch das Geld, wir müssen hier überleben. Mhm. Und trotzdem sind sie dann so gefangen mit schlechten Kollegen, werden vielleicht gemobbt und werden davon krank, kommen da irgendwie nicht raus. Da ist ja noch ein besonderer Druck und eine Angst dahinter. Was könnte man da denn raten oder machen? Naja, du hast es gerade so schön gesagt, wenn es so weit geht, dass du krank wirst, dass du deine Lebensfreude verlierst, deinen Lebensmut verlierst, dass du morgens nicht mehr gerne aufstehst. Auch das hatte ich mit einem Kind lange, lange, bis ich gesagt habe, ich flehe dich an, kündige. Jeden Morgen mit Magenschmerzen aufgestanden und zur Arbeit gegangen. Abgenommen, ausgezehrt, ein halbes Jahr lang, jeden Morgen. Bitte, ich habe doch nichts Neues, das wird dann kommen. Aber so wie du dich fühlst, kann nichts Neues kommen. Wenn du dich irgendwo bewerbst, du kriegst ja keinen Job, du siehst ja aus wie das leidende Elend. Ja, war auch so. Also wir haben diese Phase überbrückt und ging auch. Ich meine, wenn es so ist, dass du für deinen Job das Gehalt, was du bekommst, das eine Art Schmerzensgeld ist, dann muss ich mich auch fragen, ist das das wert? Wie viel ist dir dein Leben wert? Wie viel ist dir deine Gesundheit wert? Wir wissen heute, dass die allermeisten Erkrankungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Stress zurückzuführen sind. Wer da nicht sagt, ja, aber du Sicherheit, und, ja, Sicherheit und Tod, irgendwann mal, ja, oder Sicherheit und eine schlechte Lebensqualität bis dahin, oder gesund, mit Aufatmen, mit weniger Geld und mit Wege suchen. Und ich habe es wirklich noch nie erlebt, wenn ein Mensch voll in seiner Kraft ist und seiner Intuition lauscht. Wir haben einen inneren Weisheitslehrer, jeder von uns. Jeder hat das. Und ich sage, okay, mein Verstand sagt, ich kann aber doch nicht und das darf ich doch nicht und das, ich muss doch in Sicherheit. Und na, wir wissen heute ja auch, wie sicher sind denn Jobs? Ne? Mhm. Wenn ich mich auf eine andere Stelle bewerbe, kann alles viel besser sein, oder ich bewerbe mich wieder weiter. Wir haben immer eine Probezeit auf beiden Seiten. Auch ich habe ich mal gemacht, nach 6 Wochen, eine einzige Anstellung, die ich je gehabt habe, nach 6 Wochen beendet, wegen Langeweile. Ja, war so. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und das bin ich jetzt seit 83. Und das ist wunderbar.
Das ist das Beste, was für mich richtig ist. Das ist aber nicht für jeden Menschen richtig. Du musst gucken, dass du eine eigene Altersvorsorge hast, dass du dein Einkommen so planst, dass auch Urlaub und Rückzugszeiten drin sind und dass Weiterbildung und Fortbildung finanziert werden können, etc. pp. Das kann man alles aufbauen. Das kann jeder aufbauen. Ich meine, ich habe 100 Menschen ausgebildet, die das tun und getan haben, diese Open-Mind-Coaching-Ausbildung für Hochbegabte und Hochsensible. Da waren welche drin, die waren wirklich todkrank, also von Krebs überwunden, Burnout hinter sich gehabt, mehrfach in der Klinik mit Burnout, neu orientiert, einfach um gesund leben zu können, weil sie keine Großkonzerne mehr konnten. Das ist irgendwann ist es eine Frage von Überleben, aber wie? Ja, also ich habe auch schon gehört, dass es ganz wichtig dort auch in eine bewusste Entscheidung reinzugehen, ja, und da wirklich konsequent dann zu handeln, wenn man schon merkt, dass das absolut nicht mehr stimmig ist. Ja, ja. Ich meine, das hört sich so einkanalig an, wenn ich das so sage. Ich sage immer das Gleiche, ändere es. Ich sage immer das Gleiche. Und das Verrückte ist, wer bereit ist, eine Tür zuzumachen, weil sie einfach nicht mehr geht. In der Familie, im Umfeld, im Job, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit Arbeitsstellen. Es ist wirklich eine Erfahrung, die ist unfassbar simpel. Es machen sich zwei Türen auf. Eine Tür machst du zu, zwei Türen gehen auf. Du hast immer die Wahl, was dann passiert. Manche Menschen brauchen aber auch, das darf man nicht übersehen, gerade wenn sie sehr, sehr viel Stress hatten und eine große Phase von Reizüberflutung hatten, dann brauchen sie erstmal eine Auszeit. Dann sich gleich auf neue Ufer stürzen, ist verkehrt. Da kann ich nur davor warnen, weil das ist eine sogenannte Von-Weg-Entscheidung und keine Hinzu-Entscheidung. Und die Hinzu-Entscheidung, weil ich weiß, das will ich, ist eine wesentlich bessere als die, ich will bloß dort weg. Genau, das habe ich ja auch schon selber auch oft gemerkt, wenn man so in dieser Angstfalle drin steckt, dann neigt man dazu, Entscheidungen aus Angst zu treffen und dann irgendwie in die Sicherheit zu kommen, ja, ins genau. Sichere zu kommen. Ja. Und das sind aber meist nicht die besten und besten Entscheidungen, auch für den weiteren Weg. Ja. Da finde ich ja, es ist enorm wichtig, was ich später mache, wirklich aufs Herz zu hören, dem Herzensweg zu folgen. Und den Verstand dazu benutzen, einfach zu schauen, wie kann ich es umsetzen. Ne? Das ja, sehr gut. Ich hatte es schon auf der Zunge, weil du sagtest, dem Herzensweg zu folgen. Und dann kam aber der Verstand noch. Weil das ist gerade in sagen wir, den psychospirituellen Kreisen so eine häufig genannte Floskel, um es mal so zu sagen. Hör auf dein Herz, ja. Nee, nicht nur. Wir haben auch einen Verstand gekriegt und den haben wir gekriegt, um ihn einzusetzen. Aber das Ganze in Balance. In Balance. Wir haben das Bauchgefühl, das ist die Intuition, wir haben den Verstand und das Herz ist in der Mitte der Vermittler zwischen diesen Institutionen in uns. Und wenn wir das alles drei in eine schöne Balance bringen, dann können wir eigentlich nichts falsch machen. Es ist wirklich so. Wir können eigentlich nichts falsch machen. Das Doofe ist, wer es mal ausprobiert hat, der erlebt, dass es wirklich so ist, wenn wir aufhören, dem Leben im Weg zu stehen, ergeben sich die Dinge von allein. Das, was es schwierig macht, ist, nee, kann ich aber doch nicht machen. Und was passiert, wenn? Und wo kommen wir denn da bloß hin, wenn alle das so machen wie ihr? Hör mal, ihr könnt doch nicht einfach nach Peru. Alle gehen nach Peru oder so wie wir, dann irgendwann mal auf die Kanarischen Inseln, La Palma, auswandern und super arbeiten. Na gut, ich hab natürlich 30 Jahre Vorarbeit geleistet, um das jetzt machen zu können. Aber ich kenne ganz viele, die können das, wenn sie den Mut entwickeln und wenn sie sich selbst die Erlaubnis geben. Genau, das ist auch ganz wichtig, ja. Ansonsten, du hast ja auch auf deiner Seite direkt geschrieben über die Angst vor der Spiritualität. Mhm. Woher kommt denn diese Angst und wie kann man denn das überwinden? Weil an sich ist es schon ein interessantes Thema, sich da neuen Dingen zu widmen, aber direkt jetzt auch Angst zu haben, sich da ranzuwagen. Wie kommt es denn dazu?
Wir haben halt heute eine sehr verstandesorientierte Gesellschaft. Also auch ich bin total gut bürgerlich groß geworden, Kind lerne und gehe aufs Gymnasium, auch noch aufs Humanistische. Und ach, warum machst du nicht nur nicht auch Griechisch, sondern nur Latein? So, ne? Also alles verstandesorientiert. Wissen anhäufen, Informationen anhäufen. So, über Gefühle hat in meiner Kindheit doch kein Mensch geredet. Oder Intuition oder Empathie. Das war so, ja. Und wenn du eine sehr stark verstandesgeprägte Sozialisierung hast und merkst aber schon früh als Kind, du spürst, da ist noch was anderes. Du spürst geradezu, wie du mit Wesen kommunizieren kannst. Und bei mir waren das Tiere. Ja, das, wo ich das erste Mal gemerkt habe. Ich habe mit 14 angefangen, nee, mit 12 war es, glaube ich, mit 12 angefangen zu reiten. Und ich hatte immer die schwierigsten Pferde, auf die keiner mehr haben wollte. Die nicht reitbar waren oder einen Sattelzwang hatten, ging nicht, ja. Und ich habe mit denen geredet und mit denen gemacht und bin mit denen spazieren gegangen, dies und jenes, irgendwann klappte das. Und da ist so diese Kommunikationsebene, die mit anderen Wesen war sehr früh da. Ich habe sehr früh gemerkt, wie es anderen Menschen in meiner Umgebung geht, ob das wahr ist, was die sagen. Ob die vielleicht selber noch gar nicht wissen oder ob sie unehrlich sind oder aggressiv, das habe ich gespürt. Aber wenn ich das dann ausgesprochen habe, ach Quatsch, komm, woher willst du das wissen? Ja, Intuition, das spürst du, ja. Und dann fängst du an, da nicht mehr hinzuhören. Wenn du immer wieder nur auf Verstand reduziert wirst und den Verstand, der wird wie ein Muskel geschärft und der Intuitionsmuskel oder der Wahrnehmungsmuskel verschwindet, das ist echt schwer. Und wenn du dann noch, wie ich dann später, bin ich Schüler von Osho geworden und Sanyasin merkst, in Meditation passieren dir Dinge, die du einfach mit dem Verstand nicht erklären kannst. Dann fängst du an, dich mit Spiritualität zu beschäftigen. Oder wenn du, wie bei mir, wenn ich erkannt habe, in der Nahtoderfahrung, ist, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Verstand und ich bin auch nicht meine Gefühle, sondern was ganz anderes, viel Größeres. Ein Bewusstsein, ein Sein, das gerät erstmal in Konflikt mit so einem trainierten Verstand. Und daher kommt die Angst der Hochbegabten und Hochsensiblen vor der Spiritualität. Das ist einfach ein Kontrastprogramm. Und für viele Menschen ist die Hochsensibilität ein Eingangstor, sich mit ihrer Spiritualität zu befassen. Es ist auch ein Wording dadurch möglich, was für sie ohne über Spiritualität oder gar Esoterik zu sprechen, über etwas zu sprechen, was metaphysisch ist, jenseits des Physischen, jenseits dessen, was, ne, einfach nur unsere fünf Körpersinne, sondern da gibt es noch den sechsten und den siebten Sinn. Und das wird dann ganz normal. Gibt es denn in dem Zusammenhang aus deiner Sicht auch so etwas wie einen Seelenauftrag, den man ja auch nicht so mit dem Verstand erfassen kann, aber mit dem Herzen fühlen kann, so eine Aufgabe, die man im Leben hat und verfolgen kann? Oh je, das ist ein weites Thema. wenn du in der klassischen buddhistischen Tradition mit Reinkarnation denkst, dann gibt es das. Wenn ich 1000 Leben habe und jedes Leben dazu gedacht ist, dass ich alles das, was an unerfüllten Dingen da ist, gelebt werden kann, dann ja. Wenn ich aber diesen heute so beliebten Seelenplan oder Seelenauftrag genauer betrachte, dann ist das ein sehr menschliches Konstrukt und hat mit Seele gar nichts zu tun. Ja, die Seele braucht keine Berufung, die Seele braucht keinen Auftrag, braucht keinen Plan, lebt doch einfach. Ja. Und versuch glücklich zu sein und happy, ja. Das, weißt du merkst, da gibt es schon eine spirituelle Konditionierung. Ernsthaft. Ja, dann muss ich übrigens hart an mir arbeiten, damit ich meinen Seelenplan und mein inneres Kind und mein Licht scheinen lassen soll. Und dieses hart an sich arbeiten, Seelenplan, Berufung, so, du bist ja schon wieder in dem gleichen Trott, nur auf der Spiri-Ebene. Und wenn ich das mal loslasse und in die Stille gehe, ich kann gar nicht oft genug sagen, ich sage es auch immer wieder gerne, in der Meditation loszulassen von Konzepten, das ist ein Konzept,
Und zu schauen, was ist denn dann wirklich da? Was ist wirklich das, was dich ausmacht? Jenseits von Konzepten, jenseits von Erfahrungen, jenseits von Konditionierung, Erziehung, Körper, Seele, was ist das denn dann? Und wenn du dann diese Erfahrung machst, dass du dich, während du das suchst, sag ich mal, suchst in der Meditation, dabei beobachten kannst, dann weißt du auch, du kannst nicht gleichzeitig der Beobachter sein und das zu Beobachtende. Und schon weißt du, du bist mehr. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Es führt aber auch wieder zurück, denke ich mal, zum Urvertrauen. Denn wenn ich da wirklich Vertrauen habe in das Leben und das Leben einfach auf mich zukommen lasse, dann habe ich ja auch keinen Druck dahinter, jetzt irgendwas erfüllen zu müssen oder irgendeinen Weg zu folgen. Absolut. Sondern eigentlich nur wachsam bewusst sein. Ne? Das, ich glaube, das Thema ist, wenn ich unbewusst werde und gar nicht darauf achte, auf die Dinge, die mir so begegnen, dieses unbewusste Rumlaufen ist wahrscheinlich eher das Thema. Und wenn ich bei mir bin, dann passieren die Dinge einfach, wie du sagst. Ne? Das kann man dann ganz locker nehmen. Und man kann ja eigentlich auch gar nicht auf den falschen Weg kommen, weil das Leben bringt mich eh immer wieder dahin, bewusst zu sein, wachsam zu sein. Und absolut richtig. Ja, der Weg des Bewusstmachens, dann achtsam mit sich selbst und mit Menschen umzugehen. Ich meine, dadurch, ja, wir können auch über Gottvertrauen an der Stelle sprechen. Das ist ja nichts anderes. Ja, dieser Gottbegriff ist aufgrund unserer schrecklichen Kirche als Institution, als Organisation, als Verein und dem ganzen Missbrauchszeug, Schuldsühne und Blödsinn. Aber es geht um Gottvertrauen tatsächlich jenseits dieser Organisation. In eine Schöpferkraft, dass es da etwas gibt, was wahrhaft größer ist als alles das, was wir wie kleine Ameisen auf der Welt leben. Das ist eine Offenbarung, wenn du dich dem hingibst, dann weißt du auch, es kann dir gar nichts passieren. Es kann dir nichts passieren. Alles ist fein, so wie es ist. Genau, das hilft auch ganz doll bei Ängsten, die so auftauchen. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Meinetwegen, auch wenn es so was Simples ist wie Flugangst, gerade wenn man jetzt so ein Langstreckenflug ist. Ja. Ich bin jetzt 16 Stunden in irgendeiner Röhre eingesperrt. Ich muss einfach vertrauen, dass es funktioniert, dass die Leute da wissen, was sie machen, dass auch gutes Wetter ist und dass nichts dazwischen kommt. Und da habe ich auch gemerkt, ja, okay, ich bin jetzt diesen Dingen ausgeliefert. Ich kann jetzt so erstmal nichts aktiv machen, außer Vertrauen. Es bleibt denn nichts, außer Vertrauen, dass die Dinge so richtig sind. Und wenn ich meinem Herzen folge, meinem Weg folge und dem Leben vertraue, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Und dann löst sich auch diese Angst einfach so auf. Ne? Das ist dann ja, ich kann noch was anderes dazu sagen. Milton Erickson sagt dir vielleicht was. Milton Erickson war der Erfinder der Hypnotherapie und grandiose Therapieverfahren entwickelt. Und der wurde mal von einem Patienten zum Flughafen gebeten, bitte mach schnell noch eine Sitzung mit mir. Ich habe so Flugangst. Ich muss aber diesmal fliegen. Bitte, bitte. Und ist ganz plötzlich gekommen, komm zum Flughafen. Er fährt zum Flughafen. Ist so, wir reden von vor 50 Jahren. Trifft sich mit dem Patienten, den er hat, dem Psychiater, setzt sich mit dem hin, trinkt Kaffee und der Patient sagt, lass uns mal mit der Sitzung anfangen, ich muss da gleich einsteigen und ich habe so eine Flugangst. Und Milton Erickson spricht über den Kaffee und über das Wetter und guck mal, was da auf dem Boden rumliegt und über andere Mitreisen. Der sagt, ey, pass mal auf, ich muss gleich einsteigen. Milton Erickson redet über dies, über jenes, so. Der Patient wird langsam richtig stinkesauer. Und dann kommt der Aufruf, einsteigen bitte. Er verabschiedet sich von Milton Erickson. Das war aber richtig blöd. Ich habe doch extra, ich brauche eine Sitzung. Ja. Er steigt in das Flugzeug ein, ärgert sich maßlos über Milton Erickson, über die vertane Zeit. Warum hat er mit mir da gesessen und Kaffee getrunken oder dies geredet, jenes geredet, dies geredet, jenes geredet. Landung. Und das Wort dafür ist, also in der Fachsprache heißt das eine paradoxe Intervention. Der hat ihm also nicht bei seinem Problem geholfen, sondern er hat ihn vom Problem abgelenkt. Mhm.
Und das funktioniert sehr häufig. Ne? Ich kann mir Gedanken darüber machen, dass das eine Röhre ist und irgendwelche physikalischen Dinge. Nehmen wir dieses Beispiel, ja. Oder ich kann sagen, pass mal auf, und jetzt fliege ich dahin, Machu Picchu, ein Strand, ein hübscher Berg und finde das toll. Ja, habe ich dann Zeit, mich über die Röhre aufzuregen? Ich hasse Zahnarzt. Wer liebt es? Ja. Und unser Zahnarzt, ich liege da, hat oben an der Decke so ein Bild. Das sind so kleine, sag mal, Zwerge mit so kleinen Bürsten, putzen alle Zähne. Und ich gucke mir immer das Zwergenbild dann an, sage auch ihr Zwerglein und seid ihr eigentlich Schlümpfe und irgendwelche Geschichten über die Zwerge da oben. Ja. Und manchmal bin ich in einem anderen Raum, der hat nichts an der Decke. Und dann stelle ich mir da oben immer Selbsthypnose, stelle ich mir vor, wo der schönste Ort ist, wo ich eine ganz fantastische Erinnerung habe, summe mir selber ein Lied, habe die Augen zu, ja, irgendwann ist vorbei. Ich kann mich aber auch reinkrallen in den Sessel, hoffentlich tut es heute nicht weh, ach, es ist ja eigentlich nur eine Zahnreinigung, aber wenn er anfängt zu kratzen und das Geräusch, das wird so fütterlich, was passiert? Ich kann aber auch mit Cat Stevens im Ohr, mit den Füßen im Strandwasser von Famara, nackt im Sonnenwind, oh baby, it's a wild world singen. Ist doch meine Wahl. Genau, der Umgang entscheidet, wie ich das sehe und wie ich damit umgehe. Genau. Ja, ich meine, das ist für jeden zu lernen. Es muss auch keiner auf meine Weise machen. Ich meine, ich begleite Menschen, ihre eigene Weise zu finden, ja. Ihre eigenen Wege. Das ist so höchst individuell. Was ich immer nur machen kann, ist Anregungen geben. Weißt du, wie so ein Buffet. Ein Buffet hat so ganz viele Sachen, die man essen kann. Und dann weiß ich schon beim Angucken, das mag ich nicht oder das ist super. Und dann habe ich das probiert, davon will ich mehr und das lassen wir mal lieber bleiben. Ja. Und so findet jeder seinen eigenen Weg. Ja, zum Schluss habe ich noch eine interessante Frage. Gerade so hochbegabte, sensitive Menschen machen sich auch viel Gedanken um die Zukunft, um die Erde, um wie sich das alles entwickelt. Was wäre denn deine Vision für die Zukunft unserer Erde? Dass es immer mehr wirklich bewusste und achtsame Menschen gibt. Schau mal, Jens, je mehr Menschen in ihrer Kraft sind, ihr Urvertrauen durch Erfahrungsvertrauen ersetzt haben, überschrieben haben, wenn irgendwelche Stressoren, Ängste, Verletzungen da waren. Wenn die ihr Umfeld geschaffen haben, dass sie so leben, wie sie gerne leben möchten, geliebte Lieblingsmenschen um sich herum haben, mit einer Tätigkeit, wo sie morgens auf den Chakra, der Tag wird geil, ja. Was glaubst du, was mit unserer Erde passiert? Was glaubst du, mein Enkel, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der konnte gerade laufen, anderthalb. Bin wir spazieren gegangen, noch mit dem Buggy und ich hinterher. Dann fing der an, den Müll einzusammeln. Da waren Zigarettenschachteln, Bierdosen und was man so findet im Wald bei Mörfelden-Walldorf. Ja? Dann hat er das eingesammelt, hat das unten in seinen Buggy getan, dann Mülleimer bringen. Ja? Du kannst Bewusstsein wecken dafür. Und wenn ich achtsam bewusst, dann geht auch kein Mensch mehr mit einem Tier so fahrlässig um wie wir mit unserer Massentierhaltung. Du wirst niemals ein Nahrungsmittel essen, was keine Ähnlichkeit mit Nahrungsmitteln mehr hast, wenn du die Zusatzstoffe hinten drauf liest. Das würdest du nicht tun, wenn du ein bewusster, achtsamer Mensch bist. Wir reden, wie beim Datenfasten, bin ich achtsam mit dem, was ich esse. Der Mensch isst, was er isst. Und wenn ich sagen wir Fleisch aus Massentierhaltung, das ist alles billig, Fleisch aus dem Discounter kann nur Massentierhaltung sein, sonst wäre es nicht billig. Das ist mit Antibiotika, mit Hormonen, mit Dämpfen und Gasen, damit es in der Folienverpackung haltbar ist. Das ist kein Nahrungsmittel mehr. Das ist nur ein Sattmacher. Ja. Wenn ich damit achtsam umgehe, was glaubt ihr, was mit der Welt passiert? Du würdest eine andere Politik leben. Wir würden alle eine andere Lebensform von Massenmenschhaltung würden wir nicht mehr zulassen. Massenmenschhaltung ist genau das Gleiche. Großraumbüros und Wohnsilos. So, das ist meine Vision. Und deswegen arbeite ich mit jedem einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch, schau mal, der glücklich ist, so wie ich es beschrieben habe. Das ist wie ein Stein, den du in den See schmeißt. Der wirft Wellen. Der macht seine eigene Umgebung glücklich. Dadurch ist er ansteckend, der ist infektiös.
Und dann sind viele Umgebungen glücklicher, menschenfreundlicher, liebevoller, kinderfreundlicher, ernährungsfreundlicher und all sowas. Das ist eine Kettenreaktion, wie so ein Dominoeffekt. Und sind auch auf einem guten Weg, würde ich so sagen. Ja, absolut. Absolut. Schau mal, gerade die Möglichkeiten, und da brauchen wir auch nicht immer über das Internet zu fluchen, das, was du jetzt gerade machst, diese Online-Kongresse. Wir können uns unfassbar einfach, kostenlos Wissen aneignen. Wir können uns Inspirationen holen, wir können uns Impulse holen. Kein Mensch kann mir sagen, ja, aber ich habe kein Geld dafür. Kann dann großes, teures Coaching machen oder eine Ausbildung oder Bücher kaufen. Braucht er auch nicht. Geht alles kostenlos. Und das nimmt ja zu. Ich habe am Anfang gedacht, 2015 hatte ich, glaube ich, meinen ersten Online-Kongress-Interview. Habe ich gedacht, das ist eine Mode, das geht mal schnell vorbei. Nee. Ich habe jedes Jahr 20, 30 Interviews in irgendwelchen Kongressen und ich tue das furchtbar gerne, weil das Bewusstsein wächst dadurch. Und das ist was, wo ich gerne Steine ins Wasser schmeiße. Und ich glaube auch, dass es die Erde ist auch eine Entität, ein lebender Organismus. Und nur wir sind an der obersten Oberfläche, kratzen da mal gerade so rum. Wenn die Erde merkt, ey Mensch, wird zu viel, ja, dann schüttelt die sich einmal und vorbei ist mit Mensch. Ja, also die Schöpfung ist viel klüger als wir. Die ist viel klüger als wir. Genau, genau. Ja, und wir sind ja, denke ich mal, alle auf einem guten Wege. Ich finde es auch wichtig, dass wir Leute inspirieren. Einfach nur, dass man sich schaut, okay, anschauen kann, was gibt es für Möglichkeiten, für Veränderungen, für Optionen oder wie haben andere das geschafft, wie sehen das andere genau. Menschen. Das ist schon ganz wichtig, dass das in die Welt kommt, dass sich das verbreitet. Also von daher sind wir da wirklich auf einem ganz guten Weg. Ja, da hast du mir ein super Stichwort gegeben, ne? Dieses Vorbilder finden. Immer schauen, wo sind Menschen, die dort sind, wo ich noch hin will. Mhm. Das ist so inspirierend, ja. Jeder kann finden, aber ich weiß zwar nicht, aber guck mal, wie die das gemacht hat oder wie der das gemacht hat. Schauen wir doch mal, wie das geht, ja. Und liest du drüber und suchst Kontakt und da hast du eine Möglichkeit, dein eigenes Leben auch in diese Richtung zu modellieren. Ja, ganz genau. Ja, dann danke ich dir erstmal für das tolle Gespräch, für die wichtigen Botschaften, die auch wirklich verbreitet werden sollen, die raus müssen. Genau, das ist wirklich auch ein guter Schritt in eine bessere Zukunft, dass wir dort was Neues erschaffen. Ja, absolut. Danke für die Möglichkeit, danke für euer Engagement, für diese Themen, das ist eine großartige Arbeit und wirklich, wirklich wichtig. Vielen Dank, alles klar. Ciao, ciao. Ciao.